Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier. Ich bin Mr. Botanik und heute geht es um ein richtig spannendes Thema. Denn wenn ihr hier eine neue Pflanze gekauft habt, dann ist die oft in einem so richtig schweren Lehmboden. Also wenn ich den hier mal hochlupfe, oh mein Gott, also nicht übertrieben, der wiegt bestimmt 20 bis 30 Kilogramm und die Erde, die muss schleunigst entfernt werden. Ja, was braucht ihr dazu? Einfach ein Eimer oder ein größeres Gefäß mit frischem Wasser, wenn es geht, lauwarm, und einen größeren Kübel mit frischer Blumenerde. Vielleicht noch eine Gartenschere, das war's auch schon. Wir entfernen hier erstmal diese Folie. Wenn eure Pflanze hier in einem Topf ist, dann einfach mal den Topf entfernen und dann schauen wir uns die Erde an. Ja, so sieht das Ganze aus. Man sieht hier auch, es ist alles komplett verwurzelt. Es war höchste Eisenbahn hier, oder es ist höchste Eisenbahn. Diese Pflanze umzutopfen. Ja, wieso müssen wir überhaupt diese lehmhaltige Erde hier entfernen? Ja, zum einen habe ich schon gesagt, die Pflanze hier ist sehr, sehr schwer. Und wir in Topfkultur, wir tragen unsere Pflanzen nach drinnen und nach draußen und von diesem Platz zu dem Platz. Das kennt ihr genau, das Spiel. Also schont euren Rücken und pflanzt diese Pflanze in eine leichte Erde um. Zum anderen haben wir das Problem, dass auch diese Wurzeln Sauerstoff benötigen. Und in dieser lehmhaltigen Erde, da sind die einfach hier drinnen gefangen und da kommt auch wenig Sauerstoff an die Wurzeln ran. Das Wichtigste ist aber die Staunässe, denn diese lehmhaltige Erde, die speichert natürlich sehr gut die Feuchtigkeit und das Wasser, aber der Nachteil ist einfach, dass wir hier eine Staunässe sehr schnell bekommen, indem wir gießen, und wir können den Topf auch nicht hoch halten und fühlen, okay, ist der schwer oder nicht, weil die Lehmerde, die ist einfach immer schwer. Und deshalb ein weiterer Grund ist, Staunässe verhindern. Ihr könnt leichter prüfen, ob die Erde nass ist oder nicht, indem ihr ganz normale Blumen- und Gartenerde habt. Wenn ihr da noch Inspiration braucht, ich habe ein separates Video gemacht, wie ihr ganz easy eure eigene Kübelpflanzenerde anmischen könnt. Schaut da doch mal rein, wenn euch das ganze Thema interessiert. Ja, was wir jetzt machen ist, wir tauchen diesen ganzen Wurzelballen hier in unser Wasser ein, in den Eimer, lassen das etwas ziehen und entfernen dann einfach den ganzen Lehm. Ja, so schaut das Ganze aus. Eine ziemliche Drecksarbeit, ja, kann man wirklich sagen, aber da löst das sich ziemlich gut und man sieht hier wirklich auch, was das hier für ein Schlamm ist und was das für ein Lehm ist. Und ihr entfernt einfach hier so viel Erde wie möglich. Macht euch keinen Kopf, wenn ihr die ein oder andere Wurzel in der Hand habt. Das tut dem eh gut, denn die Wurzeln, die müssten wir eh noch ein bisschen zurückschneiden. So, das macht ihr einfach mal komplett und wir sehen uns gleich wieder. So schaut das Ganze dann aus und ich sag euch, es ist sowas von leicht. Der wiegt jetzt vielleicht noch, ich weiß nicht, vielleicht 2 Kilogramm. Dafür ist dieser Eimer umso schwerer. Der wird jetzt erstmal rausgeschüttet, rausgeleert und dann machen wir weiter mit diesen Wurzelballen. Schaut euch das mal an. Wahnsinn, oder? Ja, hier war es wirklich höchste Eisenbahn, dass wir den Baum hier umtopfen. Da seht ihr mal, wie die Wurzeln hier reingezwängt sind, reingepfercht sind in diesen kleinen Topf. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist hier unten diese fleischigen Wurzeln, diese richtig alten Wurzeln, die schneiden wir jetzt hier zurück, dass die überhalb dieser Schnittstelle neu austreiben, denn wir sehen hier, die sind hier vorne mehr oder weniger vertrocknet, die waren hier am Topfrand und konnten einfach nicht weiter wachsen, deshalb nehmen wir die einfach ein ganzes Stück zurück. So, dann habt ihr auch ein bisschen Platz wieder zum Topfboden und jetzt wird der neu eingepflanzt. Dazu nehmt ihr einfach einen Topf, der kann ruhig etwas größer sein als euer vorheriger Topf oder sollte auf jeden Fall größer sein als euer vorheriger Topf. Füllt den unten im Boden schon mit etwas Substrat und setzt einfach mal den Baum rein und schaut, ob es hier vom Niveau her passt. Der sollte natürlich wieder bis zu der Stelle bedeckt sein, als oder so wie es davor war. Das heißt, die Erde war hier ungefähr hier kurz überhalb dieser Wurzeln und so befüllen wir ihn auch wieder. Schaut, dass er insgesamt etwas weiter unten im Topf sitzt, weil dann können wir oben richtig gut wässern und dann läuft die Suppe nicht die ganze Zeit über den Topf drüber. So, und jetzt füllen wir das einfach mit frischer Blumenerde rundum auf.
An der Seite könnt ihr ruhig mal reindrücken, weil dort sind ja noch keine Wurzeln. Das sackt euch beim Gießen sowieso noch etwas ab, also immer etwas Erde noch beiseite stellen, weil ihr müsst dort mit Sicherheit noch mal eine frische Schicht dann oben drauf legen, wenn sich das alles gesetzt hat. So, Feierabend für heute, das war's eigentlich zum heutigen Video. Auf jeden Fall noch einen Untersetzer darunter stellen und kräftig gießen, sodass ein Wurzelschluss entsteht zwischen den Wurzeln und der Erde. Wie gesagt, das wird alles noch ein bisschen absacken. Wenn hier Löcher auftreten, dann füllt die einfach nach mit frischer Erde. Das war's zum Thema Zitruspflanzen umtopfen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr Zitruspflanzen kauft und die sind in einer solch lehmhaltigen Erde, unbedingt, unbedingt umtopfen. Ansonsten gehen die euch früher oder später ein. Das war's. Ich hoffe, es war hilfreich. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, rein in die Kommentarbox. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.